Hallo, heute schauen wir uns mal an, was so ein VPN ist. Eine der klassischen Anwendungen fürs VPN ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Homeoffice bin, trotzdem in das Netzwerk von meiner Arbeitsstelle reinkomme. Und das passiert eben so, dass zwischen diesem Rechner, also meinem, und dem Netz von meiner Arbeitsstelle, dass hier eine Verbindung aufgebaut wird, die verschlüsselt ist und ich dann praktisch nicht mehr im Internet eigentlich bin, sondern dass meine Verbindung über das Internet in das Netz meiner Arbeitsstelle reicht. Dasselbe kann ich natürlich auch mit unterschiedlichen Standorten machen, indem ich auch hier verschlüsselte Verbindungen aufbaue. Im Detail sieht das halt so aus, dass ich normalerweise von meinem Rechner aus über meinen Router, über meinen Provider ins Internet komme. Beim VPN passiert Folgendes, dass ich eben von meinem Rechner über meinen Router, über meinen Provider erstmal zu dem VPN-Rechner komme und diese Verbindung ist verschlüsselt, sodass mein Provider nicht sehen kann, welche Webseiten ich aufrufe oder ähnliches. Interessant wird das dann natürlich besonders, wenn ich in einem öffentlichen WLAN oder so bin, weil in einem öffentlichen WLAN können andere, die mit mir im selben Netz sind, meinen Netzwerkverkehr beobachten. Das können sie hier in diesem Falle nicht, weil sie nur die Verbindung zwischen meinem Rechner und dem Internet, dem VPN-Rechner sehen können. Also hier diese Verbindung ist verschlüsselt. Und ab hier ist sie unverschlüsselt. Das heißt, dieser Rechner hier kann dann sehen, was ich mache. Ja, also wenn ich jetzt hier eine Webseite aufrufe, hier in dem Bereich ist alles gesichert. Der entschlüsselt es und ruft dann praktisch die Webseite von irgendwas auf. Wenn diese Verbindung jetzt nicht verschlüsselt ist, kann er auch die Inhalte mitlesen. Ansonsten kann er nur sehen, dass ich diesen Server hier eben anfunke, also die URL sozusagen. Was ist jetzt die Folge daraus? Ich muss dem hier vertrauen. Wenn ich dem nicht vertrauen kann, dann sollte ich auf jeden Fall gucken, dass alles HTTPS verschlüsselt ist, was ich hier mache. Gar nicht so schwer, sich so ein VPN zu holen. Es gibt da zum Beispiel für den Firefox ein Add-on, das sich Stealthy nennt. Das kann ich hier einfach hinzufügen. So, und wenn ich den Stealthy jetzt anschalte und wie es meine IP.de oder einen ähnlichen Dienst aufrufe, dann sehe ich, dass ich gerade ein VPN nutze, wo der Zugangsserver dann in den Vereinigten Staaten steht. Und ich eben diese IP-Adresse habe, die ich normalerweise nicht habe. Aber hier ist halt eben genau das Problem. Da gibt es ein Add-on, das verwendet irgendwelche Einwahlserver, ist kostenlos. Wie vertrauenswürdig ist das? Wie vertrauenswürdig ist das? Das kann ich jetzt nicht sagen. Es ist interessant, wenn ich halt mal das Land wechseln muss. Eine andere Alternative wäre der Opera. Den kann ich mir einfach herunterladen. Ein Browser, ein eigentlich sehr alter Browser, der inzwischen aber die Blink Engine nutzt. Und den kann ich mir herunterladen, auch für Linux als Debian-Paket. Ja. Geht jetzt was auf? Ja. Den kann ich dann einfach installieren, sobald das Debian-Paket geladen ist. Also den finde ich nicht über die offiziellen Paketquellen. Und da seht ihr schon, ist ein der Opera ist ein schneller, sicherer und nutzerfreundlicher Webbrowser. Hat
eingebauten Adblocker, Video-Popout und FreeVPN. Und wie man an das VPN kommt, das möchte ich euch gleich noch zeigen, weil das standardmäßig nicht aktiviert ist. So. Möchte ich Opera mit dem Rest des Systems aktuell halten? Natürlich. Ja. Wo ist er hin? Tja, das ist jetzt hässlich. Er hat keinen Eintrag erzeugt. Vielleicht nach dem Neustart. Da ist er nicht. Auf dem System ist er schon installiert, oder? Ja. Ja, installiert ist er. Mich auch gewundert, keine Ahnung, was da jetzt die Ursache ist, aber wir wollten uns hier anschauen, wie kommt man rein. Hier ist ein Menü, hier sind die Einstellungen und das Ganze befindet sich unter Advanced und hier kommt es gleich. Ja. So, VPN. Und hier kann ich es anschalten, dann bin ich ab jetzt im VPN, also das heißt, mein Verkehr geht wieder über einen Server von Opera erst ins Internet. Und für Suchmaschinen wird es empfohlen, das abzuschalten, weil die mögen das nicht, dann kriegt man die ganze Zeit Captchas. Schauen wir mal, was passiert ist. Ist meine IP.de so. Ja, und jetzt bin ich wieder in den Vereinigten Staaten, aber nur mit einer IPv6 Adresse, nicht mit einer IPv4 Adresse. Aber das macht ja auch nichts. Also so einfach kann man eigentlich ein VPN bekommen bei sich. Ich persönlich würde jetzt mal Opera mehr vertrauen als dem Stealthy, aber wissen kann man es nicht. Also macht's gut. Ciao, ciao.